Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Bike Crisis 2 und wir kümmern uns jetzt mal um die Gegner dort, die sich hier überall verbürgen. Ich muss erstmal kurz warten, bis die Nanovision aufgeladen ist. Da. Also N machen wir schon drauf. Ich würde sagen, wir schalten dann nur die Nano-Version, Nano-Vision ein. Das ist doch. So. Wenn ich das hier einschalte. Okay. Wenn ich unsichtbar bin, bin ich auch gleichzeitig mit einer Wärmebildkamera nicht mehr ganz so gut zu erkennen. Okay. Halten Sie noch durch? Vor Ihnen befindet sich ein Zellkontrollpunkt. Da müssen Sie irgendwie durch. Was ist? Ach, nur mit Laser. Die haben so nur eine Pistole und das Ding auch mit Laser. Okay, brauche ich nicht. Okay, mal gucken, was die taktischen. Okay. Vermeiden. Granaten. Und. Oh. Beobachten. Stealth-Modus. Okay. Ja, ich glaube, ich bleib bei der Waffe. Oh, hier haben wir sogar frische Granaten. Vielleicht gebe ich dann dem mal eine. Und zwar. Oh nö. Na gut, hier. Ah, hier ist Munition, die kann ich gebrauchen. Und eine. Scar, Fernkampf Scar. Nehmen wir die doch. Ich sollte mal kurz hier den Modus aktivieren. Ah, jetzt haben wir auch ein Sturmvisier. Und. Okay, die sieht ein bisschen anders aus. Die Scar. Wunderbar. Wir gehen mal schön hier mitten durch. Oh. Kein Kontakt, alles sicher. Ein schönes Geschütz, das nehme ich doch gern mit. Zurück in Stellung. Verstanden. Melden Sie Kontakt. Durchbruch. Profit ist durchgebrochen. Kontrollpunkt Echo 9. Findet sich denn hier der? Ich sehe ihn. Ach da. Gut, dort müssen wir hin. Okay, dann. Wow. Okay, Prophet, wo sind Sie? Sie sichern Fahrzeug und kommen Sie her. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Und? Oberschein, hier ist Braun 18. Jetzt nicht nach. Okay, ich bin wieder da. Kontrollpunkt Echo 9. Roger, Braun 18. Verstärkung ist unterwegs. Sieht das sehr zerbrechlich aus, als ob da gleich irgendwas durchprescht.
oder ich durchbreche. Da muss ich durch rüber. Ja, zerleg es. Ach, da steht noch ein Typ. Ha. Gibt's hier drin noch irgendwas? Irgendwelche Daten? Ne, nur einen kaputten Laptop. Okay, nehme ich die hier mal wieder mit. Hier drüben irgendwas. Ah, ja. So. Na komm. Okay, dann gehen wir da mal rüber. Oh, da ist schon wieder ein Geschütz. Egal. Ich hab hier eins. Da einfach durchkommen, erwartet man ja auch nicht, ne? So. Okay, ist keiner mehr. Dann kann ich auch hier hochgehen. Und mal kurz aufladen. Sorry. Das mit der Hecke hier haben sie auch nicht schlecht gelöst. Auch ganz gut. Ah. Und den haben wir weg. Sonst noch einer? Ja, die Mauer sah schon so brüchig aus, als ob da was durchbrechen wird. Ja, und zwar ich. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur Shift drücken. Hallo, kann der mal fahren? Wäre ganz schön. So, ich muss hier mal durch. Ey. Kein Problem. Da kann ich durchbrechen. Ach, da steht ja auch noch ein Fahrzeug. Strafzettel erhalten. Na wunderbar. Jo. Ah. Mann, dieses Fahrzeug lässt sich auch so bescheiden fahren. Roger, sind an ihm dran. So gefällt mir das. Und wo ist der? Oh, ich sehe nichts. Ja. Willi, wo bist du? Mann, na, das Fahrzeug lässt sich so bescheiden fahren. Geht doch. So. Und da oben auch mal hin. So. Ach, hier vorne steht ja noch einer. Stand einer. Sorry. Wie der Typ da auch einfach eben in der Luft stand. Auch mal ein bisschen Gas geben. Hey.
Oh. Okay, der ist weg. Alter, der kann doch nicht mal so eine Laterne umfahren. Echt jetzt? Ah. Mann, ey. Lebt hier noch was? Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Mal gucken, kriege ich hier noch ein bisschen was kaputt. Er ist zu Fuß, wiederhole. Wir steigen mal aus. Wer lebt denn hier noch? Okay, das war Notfallreaktion. Okay. Ach so, oh, ich habe vergessen, den Timer fortzusetzen. ja. Prophet, hören Sie. Ich habe Mist gebaut. Sie müssen mir helfen. Ich bin unterwegs zu einem Apartment, das eine alte Freundin mir vermietet hat. Es ist nicht weit, wir treffen uns dort. Aber ich... Die Adresse ist in meiner Datenbank im Labor. Oh Mann, sie ist in dem Terminal auf meinem Schreibtisch. Wenn Sie die Zugangscodes knacken, sind wir geliefert. Sie müssen da rein und den Computer zerstören. Beeilung! Ja, kein Problem. Mach ich. Mach ich. Kriegen wir hin. Dafür wurde ich ja schließlich ausgebildet, ne? Die meisten Feinde sind von hinten verwundbarer. Benutze den Nano-Suit, um in ihre Flanke zu kommen. Ja, das... Okay. Also, ja. Das Spiel ist eben abgeschmiert. Ich setze mal fort. Mal gucken, wo er uns hinwirft. Schraubschalldämpfer auf Waffen, um nicht entdeckt zu werden. Okay. Also genau der richtige Mal. Sie müssen da rein, bevor Sie was finden. Ich zähle auf Sie, Mann. Infiltriere das Lagerhaus. Zerstöre die Weise auf Kurz Aufenthaltsort. Taktische Mutationen verfügbar. Okay, also dort können wir taktische Optionen Rauch. Okay, Rauchbomben gibt es dort wohl. Sichern, Kante greifen. Was ist dort noch? Steel Skill. Okay, das machen wir doch mal. Defensivstellung. Wir kommen hier entlang. An alle Einheiten. Sichtung von Prophet bestätigt. Hier ist am Pier. Oh, hier ist eine schöne Sniper. Ja, dann nehme ich doch glatt die Sniper hier. Nein, die wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte die Sniper. Und dann noch hier die Fernkampf-Gedenkse. Schleiche mich mal schnell hier hinter. So. Mist, die Sniper hat nur 6 Schuss, aber ich hätte gerne ein bisschen Munition dafür. Wo haben wir denn Munition? Okay, dort sind die beiden Waffen, aber Munition... Sieht hier ein bisschen schlecht aus. Egal. Ah, da sind gerade ein paar neue eingekommen. Nehmen wir doch gleich mal. Den hier. Wow. Laden wir nochmal schnell nach. Und dann kill ich ja noch ein paar mit der Sniper. Der backt da rum. So ist das schön. Ah, dort hat mich einer gesehen.
Na komm. Komm hoch. Kollege, komm hoch. Geht doch. Okay, das war nicht so geplant. Und auch nicht besonders sinnvoll. Komm ich da durch? Nein. Dort hinten sind da bestimmt auch irgendwo Gegner. Da werden bestimmt noch Gegner sein. Oh. Ah. Da ist noch einer. Komm schon. Komm. Ist hier noch irgendwo einer? Ah, da. Und noch einer. Ah, nee, der war noch gar nicht weg. Spawnen die unendlich nach hier, oder was ist mit denen los? Scheint noch wo einer drin zu sein. Oh, doch. Das kann ich auch, Kollege. Dass er mich nicht bemerkt hat, unglaublich. Und wo ist der plötzlich hergespawnt? Und der? So macht man das. So. Dort hinten scheint noch einer zu sein. Ah, Munition. Gute Sache. Und Kontrollpunkt. Wunderbar. Laden wir hier mal schön nach. Und weiter. Wo denn? So. Jetzt auch nochmal Munition. Ist hier noch irgendwas Interessantes drin? Nö, irgendwie nicht. Oh! Oh.
Okay. Genau so. Oh. Nein! Okay. Dann schnappen wir uns mal hier die Money. Dann lade ich mal die hier nach. Und die hier auch. Ach, da oben kommt einer runter. Na, den wollen wir doch erstmal schön begrüßen. Ist hier oben denn noch einer? Hier oben scheint mir keiner mehr zu sein. Ich lade mal kurz die Energie auf. So. Hier sind eigentlich auch sehr schöne Geschütze, die ich auch mitnehmen könnte, aber... Ah, da sind ein paar. Okay, ich lade mal kurz nach. Irgendwie haben die hier so einen beschissenen Spawnpunkt. Oder immer gern mal wieder zu Tode spawnen, sozusagen. blöd, wenn ich nicht so viel rede, aber liegt halt daran, dass ich mich konzentriere. So ein Shooter lässt sich auch nicht gerade gut moderieren. Ja. Das. Wow, ich habe vergessen, dass ich nicht im Tarnmodus bin. Keine gute Idee. Oh. Ja, hier oben ist auch schön. Oh. Vorher muss ich... Wir kämpfen uns noch bis zu dem Punkt dort vor. Und dann beende ich die Folge hier wieder. Wo kommt denn die Waffe plötzlich hergeflogen? Na gut. Und warum stehen hier immer überall Sprengstofffächer? So. Woher wissen die das? Die haben mich doch gar nicht reingehen sehen. Ah, Kontrollpunkt. Der merkt das nicht, dass sein Kollege vor ihm umfällt.
Was ist das? Ha? Na? Was ist das? Ich habe Bewegung. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Okay, du siehst mich auch nicht. Mann! Okay, der Kontrollpunkt ist ja gleich dort. Und ich würde sagen, mit diesem schönen Tod sage ich dann auch, wir sehen uns erst in der nächsten Folge wieder. Cheerio!